Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit Steelskin, nein, mit Sailor Cat. Ja, hi. Wir haben Steelskin hier getroffen, der Himmel weiß, wie der hierher gekommen ist. Und tja, hier gibt es lauter kleine Sidan-Roboter. Scheinen auch alle irgendwie jünger zu sein, ne? Oder sind zumindest kleiner. Mhm. Oder maximal gleich groß, aber selbst die hier ist, glaube ich, ungefähr ja, ein bisschen kleiner. So, hier sollten wir angeblich hin, um uns auszuruhen. Kiste! Sie dann packen Dialog weg, da ist eine Kiste! Hier kann sich gar nicht bestimmt erholen. Ich frage mich nur, was mit diesen Typen hier los ist. Die geistern hier rum wie leblose Gespenster. Kommt uns das irgendwoher bekannt vor? Höchstens von den Schwarzmagiern. Exakt. Außerdem drängt sich mir ein unbehagliches Gefühl auf. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Zuerst muss gar nicht wieder fit werden. Du gibt es. Hier irgendwo Medizin? Ja, bei Mogri, wir haben ihm alles verkauft. True. Habt ihr nicht gesehen, aber um uns halbwegs Ausrüstung leisten zu können, habe ich wirklich alles, was wir an Heil-Items hatten, bis auf ein absolutes Minimum an den Mogri verkauft. Tja. Hallo? Ich suche ein Geschäft, wo man Medizin... Kann mir jetzt endlich einer sagen, wo ich hier Medizin finde? Menno! Setzt ihr alle auf euren Ohren, oder was? Hier sind sowieso alle total komisch. Und alle haben wie sie dann einen Schwanz. Wenn hier doch bloß irgendwo Pimo-Pimo-Kraut wachsen würde, könnte ich gar nicht helfen. Ich glaube, die jetzt spricht, ist unsere spezielle... Die da links ist, glaube ich, die uns hergeführt hat. Aber so etwas gibt es hier bestimmt nicht. Ich sehe jetzt erst gerade, dieser See hat tatsächlich einen Spiegeleffekt, der funktioniert. Das finde ich immer toll. Okay. Hey! Hab ich dich, das Mädchen von vorhin? Weil du uns an so einen komischen Ort gebracht hast, ist gar nicht... Rumpelstilzchen, hab ich dich! Hab ich dich! Nein, dafür hat Echo jetzt keine Zeit. Sag mal, wo bekommt man denn hier Medizin? Sie wird bald zu sich kommen. Aha, und woher willst du das bitte wissen? Wo ist er hin? Er? Wer? Von wem redest du? Meinst du etwa Sidan? Das kannst du vergessen. Nicht einmal Echo hat es bis jetzt geschafft. Sich zwischen Sidan und Garnet zu stellen. Die beiden sind nämlich ganz doll verliebt. Also, schmink dir das lieber ab. Richte ihm aus, dass ich unten im Laboratorium warte. Bitte? Ist das die Art, jemanden um einen Gefallen zu bitten? Und überhaupt, warum sollte ich? Hey, ich bin noch nicht fertig! Die hat ja wohl einen am Horn. Es ist einfach traumhaft. Die Übersetzung ist einfach so unglaublich gut. Ja. Aber jetzt muss ich schnell zu den anderen. Garnet? Prinzessin! Gluck, gluck, ich war zu schwach, um... Verdammter Dreck. Was ist in dich gefallen, Sidan? Dein Verhalten ist nicht sonderlich typisch für dich. Und was bitte ist typisch für mich? Entschuldige, ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin nur irgendwie nervös und unruhig bei diesem blauen Licht. Äh.
Oh, Prinzessin! Gluck, gluck, ihr seid wieder zu euch gekommen. Was ist nur vorgefallen? Ihr habt plötzlich euer Bewusstsein verloren. Ich habe mich erinnert. An was? Mata Inzari wurde nicht von einem Sturm zerstört. Dieses Luftschiff mit dem großen Auge hat Mata Inzari zerstört. Wisst ihr noch? Als Alexandria zerstört wurde, konnten wir auch dieses Auge am Himmel schweben sehen. Ja, es sah sogar tatsächlich so aus, als hätte das Auge diesen Lichtstrahl. Stimmt. Und auch beim Baum Ifas, als Bahamut außer Kontrolle geriet. Ja, jedes Mal war dieses Auge zu sehen. Und es ist mit Sicherheit das gleiche Luftschiff. Was? Dann hat also dieses eine Luftschiff Königin Brane? Steiner! Oh, bitte verzeiht diesem rücksichtslosen Tor, Prinzessin! Schon gut, ich weiß es ja jetzt. Meine Heimat, das Schloss, in dem ich aufwuchs, und auch meine leibliche Mutter und die Mutter, die mich großzog. Alles hat mir dieses Luftschiff genommen. Garnet, geht's dir wieder besser? Ja, ich bin schon wieder in Ordnung. Nein, nein, du musst noch liegen bleiben. Du bist ja noch ganz blass im Gesicht. Ihr seht aber auch alle ganz blass aus. Freya hat übrigens weiße Haut. Standardmäßig. Ja, sehr gut. Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Es besteht kein Grund zur Sorge. Es ist sicherlich nur die Umstellung. Aha. Sidan, wo gehst du hin? Ach, da fällt mir ein. Dieses komische Mädchen, das uns hierher geführt hat, erzählte irgendwas davon, dass sie im unteren Laboratorium auf dich wartet. Hört sich irgendwie richtig pfui an. Sidan? An was auch immer Eko jetzt gerade gedacht hat. Ja, was man in so einem Laboratorium eben macht, ne? Doktorspiele und so. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun kann. Ich glaube, ich kann nichts anderes tun, als dir wirklich straight jetzt dahin zu laufen, aber ich gucke mich vorher zumindest mal um. Nee. Okay. Ja, wir sind ja schon da gewesen. Ach, das Dingens. Oder nee, das andere. Ja, das da. So, Preisfrage, welche ist es jetzt? Ne, ich hab's direkt erkannt. Die Männchen sind ja hier so lila, die Mädchen so gelblich und sie ist wirklich pink. Ach so. Na, das ist doch einfach rührend. Welch elterliche Fürsorge. Und gehört das auch zu dem, was du mir zeigen wolltest? Ja, du hast es anscheinend schon begriffen. Aber menschlich genug, um sich süße Zöpfe zu machen, ist sie schon, ne? Echt, sehr Zöpfe? Das sehe ich von hier gar nicht. Doch, die hat irgendeine Art Band im Haar. Hm. Vielleicht soll es auch nur eine fancy pinke Haarspange sein, kann auch sein. Hast du das schon gelesen? Ja. Ah, okay. Ja, aber nicht, dass ich es wollte, aber es wird mir ja deutlich genug vor Augen geführt. Hier sieht ja jeder aus, als wäre er ein Zwilling von mir. Sie sind wie wir. Sie sind Gnome, die hier leben. Genome. Genome. Gnome. Finde ich auch gut. Was ist denn ein Genom überhaupt? Habe ich schon wieder vergessen. Ein Gnom oder ein Genom? Ein Genom. Ein Genom, also hier ist es einfach nur der Bezeichnung für diese Rasse. Und eigentlich ist es, glaube ich, halt, ja, ich sag's jetzt lieber nicht, weil ich hab's nicht ganz genau im Kopf und würde jetzt bestimmt was Falsches sagen.
Ich habe alle Fächer aus der Schule schon wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ja, also der Gen... Nee, ich sag's nicht. Es ist so gefährliches Halbwissen. Und dann heißt es nachher, du hast was Falsches gesagt. Also sage ich lieber gar nichts. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Genom? So werden sie ja so genannt. Nein, nicht nur sie. Auch du und ich. Genom, dies ist der Name, den unsere Rasse erhielt. Mann, was eine Ironie. Wer hätte gedacht, dass ich meine Heimat, dass dieser Ort meine Heimat ist, nach der ich so vergeblich suchte. Ist ja auch kein Wunder, dass ich sie nie gefunden habe, wenn meine Heimat nicht mal auf Gaia ist. Bist du denn nicht froh, endlich an den Ort deiner Geburt zurückgefunden zu haben? Froh? Weißt du überhaupt, was das bedeutet, froh zu sein? Kennst du das Gefühl der Freude überhaupt? Ihr seid doch alle nur willenlose Kreaturen ohne Seele. Und das weißt du, weil? Sie es sagen. Ja gut. Daran kann man nichts ändern. Schließlich wurden wir so erschaffen. Und hier vergewissern wir uns gegenseitig unseres Daseins als leere, seelenlose Körper, die darauf warten, erfüllt zu werden. Aber wozu? Ich habe langsam genug von dieser Geheimnistuerei. Sprich endlich Klartext, warum bin ich in Terra geboren und in Gaia aufgewachsen? Und vor allen Dingen, ich lebe, ich besitze eine eigene Seele, aber warum sind hier alle völlig willenlos? Weil du etwas Besonderes bist. Was? Wir sind nichts weiter als leere Gefäße, dir aber wurde eine andere Aufgabe erteilt. Sie lügt übrigens, sie hat eine Seele, nur alle anderen nicht. Ach so. Alles geschieht nach dem Willen unseres Herrn Galant. Spricht man den so aus? Ich habe ihn immer Galant gesprochen, aber ich glaube, das ist Wumpe. Galant, wer soll das sein? Garland ist der Verwalter der Planeten. Seine Aufgabe ist, für die Wiederauferstehung des Volkes von Terra zu sorgen. Die Wiederauferstehung des Volkes von Terra? Diese Menschen hier sind gar nicht die Terrianer. Ich hätte jetzt Terraner gesagt, aber gut. Tja. Nein, sie sind nur ihre leeren Hüllen, so wie du und ich. Das wirkliche Volk von Terra schläft noch. Sie schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Aber die Zeit wird kommen, in der Gaia zu Terra wird. Es ist der Zeitpunkt, an dem das blaue Licht zum roten wird. Moment mal, ist es etwa das Ziel Terras, sich Gaia anzueignen? Was kann es sonst für ein Ziel geben? Seit jeher haben die Terrianer neue Planeten zu ihren eigenen gemacht, um zu überleben. Nach meinem Kenntnisstand ist diese Textbox falsch und sorgt für eine Menge Verwirrung. Aber dazu dann, wenn ich darüber rede, was zum Teufel geht hier eigentlich ab. Da bin ich mal gespannt, weil das wüsste ich auch gern. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, werden die Genome mit den Seelen der Terrianer gefüllt. Dann ist ihre Wiederauferstehung vollkommen. Was soll denn das für ein Plan sein? Warum macht ihr es nicht wie immer und zerstört alles mit eurer tollen Magie? Es wäre doch ein Klacks für euch. Vor einer langen Zeit versuchte Garland es mit Gewalt, aber es schlug fehl. Dann seht verdammt nochmal zu, dass ihr Land gewinnt. Das ist eigentlich genau das, was sie versuchen. Okay. Also wörtlich, Land, gewinnen. Aufgrund dieses einen Fehlschlages war Garland gezwungen, eine sehr lange Zeit zu warten. Er wartete und beobachtete Gaia immer dann eingreifend, wenn die Esper ans Tageslicht traten. Was? Ja, die Esper, also Garnet und Ego. Ja, aber hä, was haben die denn jetzt damit zu tun? Naja, die können ganz schön auf die Kacke hauen. Ja, gut.
Deswegen zerstörte er das Dorf der Esper und verwüstete Alexandria? Die Seelen der Planeten besitzen alle ihren eigenen Kreislauf. Die Seele wird auf dem Planeten geboren und kehrt wieder zu ihm zurück. Garland versucht, diesen Kreislauf selbst zu kontrollieren. Aus diesem Grund wurdest du erschaffen. Was? Garland erwartet dich. Komm. Was zum Henker brütet ihr da aus? Dieser ganze Schwachsinn mit Terra und Gaia interessiert mich einen Dreck. Ich bin... Wo bleibt sie da nur? Wo es doch gar nicht gut geht. Wo trödelt er nur wieder herum? Weißt du, ihr geht's halt gar nicht gut. Oh, mein Gott. Oh, weißt du, wie lange ich auf dem Witz gebrütet habe? Oh mein Gott. Ja, mach weiter. Sag mal, Echo. Aber Garnet, du darfst doch nicht aufstehen. Es geht mir schon viel besser. Aber hör zu, ich habe eine Bitte an dich. Was denn, sofern es in meiner Macht liegt? Ich möchte, dass du für mich Zidane suchen gehst. Okay, kann ich machen. Aha, jetzt weiß ich. Du bist eifersüchtig, nicht wahr? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl. Gut, Echo wird ihn suchen gehen. Aber du musst mir versprechen, dich hier auszuruhen. Immer straight zur Kiste. Ja, das macht einen aber auch. Ich meine, ich wusste ja, wann wir da dran kommen. Aber wenn du in einem Dialog eine Kiste im Hintergrund stehen siehst und du kommst nicht dran, das macht einen doch irre. Active Time Event, Heimat. Oh ja, Quina! Oho, was ist das denn für ein großer Steinnom? Was startet denn alles so auf diesen großen Steinnom? In diesem Stein ist was zu essen, stimmt's? Es ist ein riesiger Steinbackofen-Nom. Ganz bestimmt. Aber ich spüre keine Hitze, Nom. Ihr habt vergessen, ihn anzumachen, Nom. Oder vielleicht doch etwas zu essen? Darf ich mal probieren, Nom? Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagt mein Meister immer. Nom. Ein bisschen zu verscheißen, Nom. Das ist eine ganz gesunde Einstellung. Irgendein random, creepy, leuchtender Kristall einfach mal ablecken. Ja. Einfach mal schauen, ob man das essen kann. Das ist doch... Zidane, was machst du hier? Suchst du auch nach Essen, Nom? Schuchst? Hä? Ach, du bist Quina. Wenn du da so versunken rumstehst, kann ich gar nicht von diesen komischen Leuten hier unterscheiden, Nom. Man sagt, es gibt immer einen Doppelgänger, aber wer hätte gedacht, dass es gleich so viele gibt, Nom? Die Welt ist schon voller seltsamer Sachen, Nom. Ich weiß. Zidane, was ist los? Stimmt etwas nicht, Nom? Wer? Was? Nein, geht schon. Ich bin immer ich selbst. Aber Quina, du bist ja wohl auch das exakte Ebenbild von deinem Meister, oder nicht? Das ist doch klar, Nom. Meister Quina und ich gehören ja auch zur gleichen Rasse, Nom. Meine ich ja.
Von außen betrachtet sehen sich Angehörige der gleichen Rasse halt immer ähnlich. Ha, das wird wohl so sein, Nom. Ha? Gleiche Rasse, Nom? Aber dass sich alle so ganz komplett ähnlich sehen, ist jetzt aber auch ungewöhnlich, vor allem bei Menschen. Hast du den Eindruck, dass das hier Menschen sind? Nein, aber so ähnlich. Die sind halt humanoid. Mhm. Naja gut, wenn man bedenkt, was die hier in ihrem Keller haben, dann kann man sich ja denken, dass die nicht auf traditionelle Weise geboren werden. Oder zumindest nicht auf traditionelle Weise groß werden. Nee, das stimmt. So. Queenchen. Queenchen. Was ist denn plötzlich mit sie dann passiert, Nom? Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, Nom. Ich weiß es ja auch nicht. Er ist einfach weggegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich werde dir helfen, sie dann zu suchen, Nom. Das erhaltene Leben. Hier entlang. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du heute fast alles sprechen musst, ne? Ich auch. Ich spreche gefühlt echt heute alles. Weil Sidan redet nicht viel. Sidan sprechen irgendwie keine Männer mehr. So, lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, wer es sagt, aber es kann ja eigentlich keine deiner Figuren mehr sein, weil... Ich glaube, es ist Mahagon. Hey, Sidan. Ja. Was willst du denn hier, Mahagon? Hast auch schon freundlichere Tage gesehen, was? Aber was ist das hier für ein Ort? Den ganzen Weg hierher in der Hoffnung, einen würdigen Gegner zu treffen, mit dem ich mich messen kann. Und dann treffen wir hier auf diesen Haufen Waschlappen. Ist dir langweilig? Genau das. Sag mal, Mahagon, kann ich dir mal eine Frage stellen? Und wenn ich Nein sage, würdest du dir trotzdem stellen. Hast du eigentlich Eltern oder Verwandte? Was soll denn diese sentimentale Frage? Ja, ich weiß. Tut mir leid. Halt nur so interessenhalber. Seit ich mich erinnern kann, ist das Einzige, was ich je vor Augen hatte, der Feind, den es zu bezwingen galt. Also nein. Nur im Kampf sah ich den wirklichen Sinn meiner Existenz. Sah, du sprichst von der Vergangenheit? Das verdanke ich alles einer gewissen Person. Ach, hör bloß auf. Ein sentimentaler Mahagon macht mir ja noch mehr Angst als der vorherige. Und wie sieht es bei dir aus? Du meinst Eltern und Familie? Ich habe keins von beiden. Doch, du hast Bark! Ja, stimmt. Aber gut, das ist und ja... Und die Leute hier. Ja, aber das ist ja das... Naja. Seine Bedeutung... Oh, da ist ein Vivi! 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 Eiko, Sidan ist... Du hast Sidan gesehen? Ja. Warum hast du ihn denn dann nicht aufgehalten? Aufhalten? Aber warum denn? Er wirkte zwar ein bisschen komisch, aber... Wenn du Sidan suchst, dann komme ich mit. Seine Bedeutung. Hey, soll ich mir vielleicht die Haxen ablaufen? Wie weit denn noch? Ich sagte doch, bis zu Garland. Na toll, aber da vorne ist Endstation. Es gibt einen Weg. Sieh, von dort gelangst du zu ihm. Er erwartet dich bei den schlafenden Seelen, die darauf warten, endlich wieder auferstehen zu können, in seinem Luftschloss der Zeit, dem Pandemonium. Willst du dich nicht von deinen Freunden verabschieden? Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst was, aber auf jeden Fall wurde ich hier geboren, richtig? Das bedeutet... Für die Menschen Gaias bin ich ihr Feind. Du verstehst schnell. Ja, aber glaub bloß nicht, dass ich euer Freund bin.
Aber wenn Terra, wenn ihr praktisch meine Verwandten seid, dann sollte ich mich wohl lieber persönlich darum kümmern. Da hat Guide nicht gut, da hat Guide nicht gut. Nee. Mahagon, ist sie da nie reingegangen? Ja. Und er machte zur Abwechslung sogar mal ein ernstes Gesicht. Dann kann doch hier irgendwas nicht stimmen. Geht ihr ihn suchen? Was? Ich werde mitkommen. Also stehe nicht rum wie ein Ölgötze. Wenn man übrigens zu früh zu diesem Tor hingehen will und die Sachen nicht in genau der Reihenfolge macht, die ich jetzt gemacht habe, dann wird man hier von so einer unsichtbaren Barriere aufgehalten. Ach so. Hey, du da! Wo hast du sie dann hin entführt? Er ist aus freien Stücken zu Garland gegangen. Garland? Da hört sich ja allein schon dein Name boshaft an. Aber Sidan würde uns auf gar keinen Fall im Stich lassen. Ja, auf gar keinen Fall zurücklassen. Er ist fort, um den wahren Grund seiner Existenz zu erfahren. Nein, ich glaube dir nicht. Hast du gehört? Er sei ein Feind Gaias. Dies waren seine letzten Worte, bevor er das Tor zum Pandemonium durchschritt. Ach du grüner Mokri! Oh, süß, ach du grüner Mokri. Den umherirrenden Seelen ihren Frieden. Das ist also das Gutshaus des werten Herrn Garland. Er scheint ja ganz besonderen Wert auf Ausgefallenes zu legen. Ja, da wirkt ja selbst Kutlers Haus plötzlich ganz normal gegen. Ja. Na, dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Ja, aber heute nicht mehr. Ja, beim letzten Mal haben wir gefragt, wer ist eurer Meinung nach die perfekte Stimme für Echo? Ja, und uns war direkt klar, Sabine Bohlmann. Ja, das ist also, ich glaube, das ist mir schon klar geworden, als ich das erste Mal über das Spiel nachgedacht habe, ist mir das schon eingefallen. Ja, also falls es jemand noch nicht wissen sollte, erste Stimme ist Sailor Moon, ne? Und auch Lisa Simpson und so weiter. Okay, dann würde ich sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist es endlich soweit. Wer ist eurer Meinung nach die perfekte Stimme für Garnet? Ja, hab mich schon immer gefragt, wann die endlich mal kommt. Ja, die wollte ich mir eine Weile aufheben. Und jetzt, wir haben nicht mehr viele. Also, ich weiß nicht, ob wir noch genug haben für alle Folgen, die wir noch machen. Wahrscheinlich eher nicht, aber ja. Wer ist die perfekte Stimme für Garnet? So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles Tolles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Person treffen, die mich überhaupt auf dieses Synchronsprecherspiel gebracht hat. Ciao, ciao. Okay, interessant. Ciao.